Asterix wird achtsam. Im Literaturclub blättern wir im neuen Band Die weiße Iris. Hochgelobt, es soll der beste Asterix seit langem sein. Wie kommt der da hin? Der Literaturclub aus dem Papiersaal Zürich. Guten Abend. Herzlich willkommen im Literaturclub aus dem Papiersaal in Zürich. In den letzten Tagen und Wochen haben mich die Nachrichten sehr mitgenommen und sehr beschäftigt. Die Welt steht vielerorts in Flammen. Das Einzige, was mich mal länger vom Bildschirm wegziehen konnte, waren Bücher. Wir werden unsere Lesetipps abgeben. Wir werden mit Büchern zu Menschen reisen, die man im Moment vielleicht vergisst hinter den ganzen Schlagzeilen. Später im Literaturclub. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ich freue mich sehr auf unsere Runde. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Milo Rau, Theaterregisseur, Autor und Leiter der Wiener Festwochen. Usama Al-Shamani, Lyriker und Schriftsteller. Marian Sachs, Buchhändlerin mit eigener Buchhandlung. Wir sind eine äußerst schweizerische Runde heute Abend. Grüezi miteinander, guten Abend, herzlich willkommen. Danke. Und unsere Vorleserin heute Abend ist Irina Schönen. Wir sprechen gleich über den Asterix, doch zuerst möchte ich von meinen Gästen wissen, was für Bücher, was für lesenswerte Romane sie mitgebracht haben in die heutige Sendung. Milo Rau. Ich habe Lauren Groff mitgebracht, eine Autorin, die seltsamerweise fast gleich alt ist wie ich, von der wir schon drei Bücher vorgestellt haben. Ich denke, man sollte alles von ihr lesen, weil alle ihre Bücher sind hervorragend. Das ist aber meines Erachtens ihr Meisterwerk. Bis anhin. Usama Al-Shamani. Ich habe Chana Monelari mitgebracht, Hinter der Hecke die Welt. Das ist ein großartiges Buch, führt uns in den Nordpol und in ein rätselhaftes Dorf, vermutlich in der Schweiz, in einer ungewöhnlichen Sprache, voll Poesie und hochliterarisch. Marian Sachs. In der Ostschweiz. Ich habe von Ulrich Wölk Midsommertage mitgenommen. Hier sind wir bei einer Philosophieprofessorin in Berlin, die einerseits auf dem Zenit ihrer Karriere steht und andererseits kurz vor dem Absturz. Und es geht um die Umweltbewegung vor 35 Jahren und heute. Und ich habe dabei Kurzgeschichten von Bora Chung. Das Buch heißt Der Fluch des Hasen. Das sind Geistergeschichten, Schauermärchen für Erwachsene. Etwas vom Bemerkenswertesten, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Viele reden aktuell über dieses Buch hier, über Asterix, über die weiße Iris. Geschrieben hat es diesmal zum ersten Mal Fabre Caro. Das ist ein französischer Schriftsteller und Musiker. Fabrice Caro heißt er richtig. Und offenbar hat er alles richtig gemacht, denn die ganzen Fans sind total begeistert und ich glaube auch erleichtert. Ich muss mich aber an dieser Stelle outen als eine Person, die keine sogenannte Asterixianerin ist. Ich bin ohne Asterix aufgewachsen, aber ich weiß, Asterix und Obelix, die prügeln sich und am Ende gibt es immer Wildschweinbraten. Und in diesem Buch, Die weiße Iris, werden Themen unserer Zeit, also Themen von heute wie Achtsamkeit, ausgewogene Ernährung, gewaltfreie Kommunikation, sind Thema dieses Buches. Also 50 vor Christus spielt das im gallischen Dorf. Marian Sachs, ist die ganze Begeisterung gerechtfertigt für diesen Asterix? Naja, ich war schon als Kind ein begeisterter Asterix-Fan. Und in diesem Fall muss ich sagen, was früher war, war nicht immer besser, aber Asterix waren besser früher. Also ich finde, es gibt diesen Typus des Streits, des Unruhesähers im gallischen Dorf. Diesen gibt es schon. Es gab Tullius Destructivus im Streit um Asterix und es gab den Seher. Und lest besser die wieder einmal. Aber man kann vielleicht auch mit dem anfangen und dann zurückgehen. Naja, klar. Usama Al-Shamani, wie fanden Sie die heutigen Themen umgesetzt in diesem Buch?
Also ich muss auch gestehen, dass ich nicht mit Comics aufgewachsen bin. Aber dieses Buch habe ich gern gelesen. Ich finde es, schön, dass, dass dieser Band eine neue Strategie für das Leben vorschlägt. Ich finde es ein schöner Versuch, dass die Klassischen abgebaut werden und etwas Neues von der Moderne hinein platziert wird. Und am Schluss finde ich das Feiern einfach am coolsten. Ja, man muss auch unbedingt sagen, dass die Übersetzung von Klaus Jürgen, also er hat eine unglaubliche Arbeit leisten müssen, weil er sehr viele Dinge, die im französischen Kontext stattfinden, übertragen hat in die deutsche Popkultur. Da hat Sachen aus der deutschen Popkultur verwendet. Ich habe zum Beispiel entdeckt, dass der Trubadix Lieder von Herbert Grönemeyer und von den Ärzten singt und habe sehr lachen müssen. Worüber habt ihr euch am meisten amüsiert jetzt? Ja, also ich denke, dass dieser Band ist relativ gewagt, weil, wie du ja angedeutet hast, das ist ein äußerst reaktionäres kleines Dorf, gewaltverherrlichend, jedes Wildschwein wird gleich umgebracht. Jeder, der woanders herkommt oder sogar singt, wird gleich verprügelt und gefesselt. Also Achtsamkeit ist da weit weg. Und das zusammenzubringen, fand ich spannend. Und das andere, wofür, glaube ich, Asterix berühmt ist, sind die Anachronismen. Also dass sie ständig in einer Welt leben, die halb heute ist und halb damals. Und da habe ich mich natürlich als jemand, der ständig im Thalys sitzt, zwischen Brüssel, Paris oder Köln, sehr wiedererkannt in dieser Ansage, die hier gemacht wird, in dem sogenannten Thalix, der nach Lutetia, also nach Paris fährt. Verehrte Fahrgäste, aufgrund von Wildschweinen auf der Strecke fahren wir zurzeit mit einer Verspätung von 15 Sanduhren. Also sehr gelungen, finde ich. Ja. Und es stimmt schon, natürlich sind es gibt Klassiker, Uderzo und so weiter, haben das gegründet. Ich glaube, das Schwierige ist, und ich habe mich dann reingesteigert und ganz viele Interviews gelesen mit den neuen Machern, weil das ist ja ein Kulturgut, hochkodifiziert unterdessen. Und es gibt ganz viele Regeln. Also man darf scheinbar nicht zwei Bilder machen mit dem gleichen Hintergrund, man darf nicht dreimal den gleichen Gesichtsausdruck, man darf nicht mehr als 15 Bilder ohne Schlägerei. Und das ist natürlich ganz schwierig, wenn es um Achtsamkeit geht. Und das ist wirklich hervorragend gemeistert, finde ich. Aber es gab schon mehr als 15 ohne Schlägerei, wenn ich mich erinnere. Ja, ich zähle mal. Also gut, wir können ja die Ausflipper mitrechnen mit verbaler Gewalt. Dann sind wir, glaube ich, im Rhythmus. Also Milo Rau, die frühen Bände, die Mythos sind, also kann dieser Band, kann der mithalten? Ich meine, also meines Erachtens ist es so, sie waren natürlich super am Anfang, also ganz am Anfang sind sie wirklich veraltet. Die paar, die am Anfang waren, die kann man nicht mehr lesen. Dann kommt eine wirklich hohe Zeit, also diese 60er, 70er Jahre, und dann hängt es mal ein bisschen durch. Sie bieten sich so ein bisschen an Feminismus und alles, was gerade angesagt ist, und das ist nicht so toll. Mhm. Und der ist für mich schon wieder auf der Höhe. Und also da schließe ich mich der allgemeinen Meinung an. Ich habe mich auch gewundert, ich glaube, wir haben vorher darüber geredet, auch wie viel Text da drin ist. Mhm. Das hatte ich überhaupt nicht so in Erinnerung, dass da wirklich ständig gesprochen wird. Also das ist fast schon eine Kurzgeschichte, so von der Textmenge hier. Und ich gehört das ja aber total auch zu dieser gelesen. Achtsamkeitsgeschichte, dass man über alles reden muss und dann die ganzen Aphorismen. Ja, jede einfache und Äußerung muss garniert sein mit 50 Leuten, die dann nicht mitgemeint oder falsch gemeint sein könnten. Und das macht den Text lange natürlich. Also wir machen keine riesigen Purzelbäume hier für die weiße Iris, für den neuen Asterix. Aber offensichtlich ist einiges geglückt mit diesem neuen Autor, der als Nachfolger bei den Fans gehandelt wird. Und von 50 vor Christus und diesem gallischen Dorf springen wir jetzt ins 17. Jahrhundert und zu einer jungen Frau. In diesem Buch Die weite Wildnis von Lauren Groff. Die Schriftstellerin Lauren Groff, die US-Amerikanerin, sie schafft es mit fast jedem Roman und auch mit ihren Kurzgeschichten einen Bestseller nach dem anderen zu schreiben, und zu ihren prominentesten Fans, neben Milo Rau, ist auch Barack Obama einer. Lauren Groff ist nicht nur immer wieder auf den Bestsellerlisten zu finden, sondern auch auf den Shortlists für renommierte Literaturpreise. Und wenn es nach Milo Rau ginge, würde Lauren Groff mit jedem Literaturpreis ausgezeichnet werden. Na ja, nicht mit für jedem. Die weite Wildnis. Nicht mit vielen. Nicht mit jedem, aber sicherlich mit einem, den ich extra kreieren würde.
Ich versuche, meine Begeisterung zu zügeln, mich kurz zu fassen. Das beginnt an der Ostküste, ein bisschen südlich von Washington D.C., also das es natürlich damals nicht gibt, weil es ist 1610 in der ersten englischen Ansiedlung. Das ist im Grunde ein kleines Dorf von Hunger und Krankheiten geplagt. Es ist Winter, es ist eine Pockenepidemie, alle sterben, es kommt Kannibalismus und ganz am Anfang flieht dieses Mädchen, es bekommt dann in Rückblenden einige verschiedene Namen, und flieht in die Wildnis. Und dann ist man Zeuge und Zeugin, wie sie da überlebt und am Schluss, ich will nicht sagen, wie es ausgeht, sich durchschlägt, sie wird gejagt, natürlich vor allem von Männern. Also das ist ein sehr, sehr negatives Zivilisationsprinzip, das männliche Prinzip. Und während sie in diese Wildnis hinausjagt, werden wir Zeugen eines für mich unglaublichen Sprachkunstwerks und gleichzeitig auch einer Art von Rückkehr zu so einer Form von Pantheismus. Also es ist eine äußerst gläubige Gesellschaft natürlich, wird angeführt von einem sehr bösartigen Pfarrer, ihrem Dienstherrn. Und da flieht sie in die Natur und findet plötzlich eine andere Wahrheit der Welt und findet so ein bisschen auch wieder den Platz von sich selbst in dieser Welt. Sie beginnt die Natur zu spüren und gleichzeitig, und das ist das Interessante, muss sie einfach überleben. Und wir werden eigentlich dieses fast transzentralen Vorgangs Zeugen eines wirklichen Sprachkunstwerks. Ich muss diese Übersetzung wirklich loben. Stefanie Jacobs. Und vielleicht das Letzte, was man dazu sagen kann, also es ist voller Anspielungen, wie immer bei ihr. Es hat Gruselmomente, es ist sehr gewalttätig. Und es ist vor allem, was man nicht denken würde bei dem Thema, unglaublich spannend. Also ich habe das wirklich durchgelesen wie eine Art Sucht. Man will dann schon wissen, wie entkommt sie den Verfolgern, was passiert mit dem Bär, kann sie die Pocken überleben? Und es ist einfach ein Sprachkunstwerk für mich, das man so selten in die Hände bekommt. Also das müssen alle lesen, die das hören, diese Sendung. Sonst bin ich sehr enttäuscht. Das müssen alle lesen und jetzt darf auch Irina Schön aus dem Anfang lesen. Ich bitte Sie. Der Mond verbarg sich in den Wolken. Der Wind spie schräge Wehen aus eisigem Schnee. Durch einen Spalt zwischen den hohen schwarzen Palisaden, scheinbar zu schmal für einen Menschen, kletterte das Mädchen hinaus in die grimmige, weite Wildnis. Sie hatte den Umhang tief ins Gesicht gezogen und war zierlich, sowohl schlank als auch kindlich klein und vom Hunger gehagert nur noch Faden und Faser und Sehne und Kern. Selbst derart ausgezehrt und im Dunkeln halb blind bewegte sie sich flink. Sie rappelte sich auf, stolperte beim ersten Schritt und stürzte beinahe, fing sich aber wieder und rannte los, geduckt über die gefrorenen Ackerfurchen und all die toten Maisstängel, die im Sommer aus der Erde gewachsen waren und nun schon schwarzbraun und fruchtlos und voller Mehltau. »Schneller, Mädchen«, trieb sie sich an, und in ihrer Angst und ihrem Schmerz trugen ihre Beine sie noch schneller. Die guten Stiefel hatte das Mädchen dem Sohn eines Edelmanns gestohlen, einem Jüngling halben Alters, doch gleicher Größe, der in der Nacht zuvor an Pocken gestorben war, die sich rostgleich auf den hervorstehenden kleinen Knochen ausgebreitet hatten. Die Lederhandschuhe und den dicken Umhang hatte sie ihrer eigenen Herrin gestohlen. Den Gedanken an die Frau, die noch immer weinend auf dem gefrorenen Boden im Innenhof kniete, schob sie beiseite. Schritt um Schritt ließ sie diesen höllengleichen Ort hinter sich und sein Zugriff auf sie schwand. Vielen Dank, Irina Schönen. Dies ist ein Ausschnitt aus dem Anfang aus »Die weite Wildnis«, »The Vaster Wilds« von Lauren Groff. Und ich will ganz kurz bei diesem Mädchen, bei dieser jungen Frau bleiben, Usama al-Shamani. Wie sind Sie dieser jungen Frau mit den vielen Namen von Lamentatio bis Z? Also sie hat ganz viele Namen. Wie sind Sie der gefolgt? Also ich habe den Text sehr gern gelesen. Der mir gefällt stilistisch betrachtet, wie die Figur durch die Natur sich entdeckt hat. Also langsam, Schritt für Schritt, also die Flucht als ein Antrieb, um sich selbst zu entdecken. Das hat mir sehr
gefallen, wie das wellenweise im Text dargestellt wurde. Sprachlich, der Text ist einfach ein Kunstwerk, wie die Autorin immer wieder einen Aspekt von der Natur nimmt und vergrößert. Oder überrascht mich als Leser, wie viel detailliert sie beschreiben kann. Jede Ecke von der Natur, jedes Gespür. Und sie vermittelt ganz schön und auch berührend, wie sie die Natur mit zwei Gesichten oder durch zwei Gesichten, die Härte und die Barmherzige, also das harte Gesicht von der Natur und das, also die Kälte und die Kälte, Nässe. Die Hunger, Durst, alles was die Natur, was dieser grausame Winter mitbringt, hat sie mich als Leser so ihre Haut gespürt, ihre Gefühle, wie sie das empfangen hat, ihr Durst, ihr Hunger. Ich finde es großartig sprachlich, wie die bildhaftige Sprache. Es ist so bildhaft, man spürt, man ist mittendrin. Wie ist es Ihnen gegangen mit dieser Perspektive von diesem Mädchen? Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, weil Sie das so toll rezipiert haben und auch vieles gesagt haben, was ich auch unterschreiben könnte. Aber im Großen und Ganzen war es für mich kein Vergnügen, dieses Buch zu lesen. Ich mag nicht, es spielt im frühen 17. Jahrhundert, glaube ich. Ich mag nicht so die historischen Romane und ich mag dieses Historisierende in der Sprache nicht. Ich mag nicht, wenn die Leute sagen, ich gehe jetzt gen Norden und der kraucht am Boden statt, dass er kriecht. Das sind Dinge, die mich stören. Ich finde, wenn wir historische Romane heute schreiben und lesen, wollen wir das mit einer heutigen Sprache verstehen und nicht so tun, als wäre das vor 400 Jahren geschrieben worden. Das, ich finde, dann kann man ja Klassiker lesen. Nur gibt es die Klassiker nicht von damals in weiblicher Perspektive. Und also mir ging es ähnlich wie Ihnen. Also etwa zwei Drittel des Buches habe ich auch immer wieder gelitten wegen der Sprache, weil ich die einfach umständlich fand, um etwas zu sagen. Und mir kam es vor, als wäre Lauren Groff jemand in einer Elite-Uni in Nordamerika, die in der Bibliothek von, keine Ahnung, Harvard oder Yale sitzt und mit der Tintenfass und Feder im Stil vom 17. Jahrhundert einen Roman schreiben muss. Ein Creative Writing-Wettbewerb. Wenn ich da ganz kurz in die Bresche springen darf. Also ich weiß, was ihr meint. Es ist aber natürlich eine Kunstsprache und es ist keine historisierende Sprache. Also ich erinnere mich natürlich an Schlafes Bruder und so weiter. Und das war ja wirklich eine harte Kunstsprache. Und das sind ja schon kleine, finde ich, poetisch gerechtfertigte, sehr schöne Eingriffe. Und ich glaube, sie sind tatsächlich, so empfinde ich es, notwendig, um quasi diese Gesamtatmosphäre herzustellen. Eine Ebene, die ich noch gern ganz kurz ansprechen würde, weil ich mich natürlich sehr interessiere für die amerikanische Literatur des 19. Jahrhunderts, lustigerweise Ambrose Bierce, George Fenimore Cooper und so weiter, die werden alle anzitiert und es entsteht tatsächlich fast retrospektiv eine Literatur, dies über diese Gründerzeit der USA aus weiblicher Perspektive schlichtweg nicht gibt und die sie quasi nachholend schreibt. Und ich will nicht sagen, sie schreibt nicht im 17. Jahrhundert, sondern sie schreibt tatsächlich in der Tradition des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Also gibt es in Waldo Emmons, gibt es diese ganzen Thoreau, die gibt es ja alle. Das Nature Writing, der Anfang. Das Nature Writing, der Transzendentalismus, auch dieses Gothic-Aspekt. Also es gibt wirklich Ende 18. Jahrhundert. Ende 18. Jahrhundert. Ende 18. Ja. 19. Und das führt sie quasi immer weiter von Roman zu Roman. Und ich denke, sie ist da auf einer ganz, ganz hohen Ebene angekommen. Und mich hat dieses Buch also tatsächlich als Ereignis der Literatur total verzaubert, muss ich sagen. Man muss aber auch sagen, man muss jetzt keine Angst haben, das Buch in die Hand zu nehmen. Man muss diese Bezüge nicht erkennen. Man merkt, dass etwas passiert. Man merkt, man kann einfach diesem Mädchen, dieser jungen Frau folgen. Bei mir war es dann so, dass ich irgendwann von der Geschichte so gefangen war, etwa im letzten Drittel, dass mich das mit der Sprache nicht mehr so gestört hat. Also es hat mich gar nicht mehr gestört, sondern ich war so in der Geschichte drin, dass es mir egal war. Also das Zentrum dieses Buches, ich habe mir auch die Frage gestellt, was ist das Zentrum in diesem Buch? Ist das die Natur? Ist das das Überleben, der Kampf, um überleben zu können? Oder ist das die Flucht? Und die Flucht hier in diesem Roman ist nicht die Brutalität und die
die Hoffnungslosigkeit zu entkommen, sondern die Flucht, der Antrieb der Flucht ist auch ein neues Leben zu suchen, ein besseres Leben zu suchen. Und das also ist die Wahl gar nicht. Genau, das ist legitim. Mhm. Zum Historischen müssen wir auch erwähnen, dass diese Autoren auch bei Matrix, sie forscht und sie grabt in der Geschichte. Das ist ihr Thema, auch bei Matrix. Das ist auch eine, also es gibt Ähnlichkeiten zwischen zwei Romanen. Da haben wir in den zwei Romanen auch Weiblichkeiten, die suchen ein besseres Leben, die suchen, ihre Zukunft selber zu gestalten. Sie kritisieren diese Hierarchie von Männern. Und das Bild von Männlichen in beiden Romanen ist grausam. Es ist nicht zu retten. Also, und ich glaube auch, dass Lauren Groff eine Leerstelle auch füllen will. Also, dass sie diese Leerstelle, die in der Literaturgeschichte fehlt, diese weibliche Perspektive auf diese Zeit oder auf diese Zeiten, genau, dass sie die füllen will. Was ich auch gelesen habe, beziehungsweise ich habe sie mal im Literaturhaus in Zürich gehört, und sie hat da sehr ausführlich gesagt, dass sie auch aktuelle Themen in den historischen Kontext bringen möchte. Also das ganze Nature Writing, Klimawandel und so weiter. Finden Sie, das ist geglückt oder wäre Ihnen das jetzt auch aufgefallen? Ich habe das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber was ich noch Positives sagen kann zum Buch ist, man kann es auch als Emanzipationsgeschichte lesen. Also sie flieht ja vor ihren Häschern und sie entkommt denen. Und sie emanzipiert sich vor diesen Verfolgern, aber auch vor Gott. Vor ihrem strafenden Gott. Sie gibt sich der Natur hin und das muss ich dem Buch zugute halten. Marian Sachs, wenn Sie jetzt in Ihrer Buchhandlung stünden und jemand würde Sie fragen, soll ich das lesen? Was würden Sie sagen? Ja, ich meine, ich habe jetzt ein paar Argumente, ein paar Argumente mehr gehört. Also ich könnte das mit gutem Gewissen auf jeden Fall verkaufen, wenn jemand gerne solche Geschichten liest und sich für die Besiedlung Amerikas interessiert zum Beispiel und für eine solche Emanzipationsgeschichte offen ist. Auf jeden Fall. Ich hätte kein schlechtes Gewissen, das zu verkaufen. Sie sind seit 30 Jahren, über 30 Jahren, sind Sie Buchhändlerin mit eigener Buchhandlung und dies in Frauenfeld. Sie handeln also mit Geschichten und mit Literatur, suchen Lesestoff für Leserinnen und Leser und Sie gehören zu den bestvernetzten Personen in der Literatur- und Bücherbranche in der Schweiz. Und wenn es jemand wissen muss, dann Sie, was ist ein guter Roman? Ein guter Roman ist ein Roman, der mich mitnimmt, der mich abholt, der mir die Welt zeigt, der mich bildet vielleicht, der mich unterhält. Ein Roman darf traurig sein, er darf lustig sein, er soll mich nachdenklich machen. Und es kann sein, dass ein Roman mir in einem Jahr nicht gefällt und im Jahr darauf schon. Ich bin auch immer ein Teil des Romans. Ich bin als Leserin, mache ich ja den Roman. Ich denke, etwa die Hälfte des Romans, der Qualität, mache ich aus, indem ich so lese, wie ich das lesen will und die Bilder so sehe, wie ich die sehen kann. Ihre Buchhandlung in Frauenfeld ist ein wichtiger Begegnungsort, auch ein Ort, wo Lesungen und Veranstaltungen stattfinden. Die Buchhandlung hieß bis jetzt Bücherladen Marian Sachs. Neuerdings heißt er Sachs Books, weil Sie die Buchhandlung an eine jüngere Generation weitergeben werden. Sie selber wechseln die Seiten so ein bisschen. Sie werden mit einem Koffer voller Bücher von Els Fischer durch die Schweiz fahren und diese Bücher Buchhandlung verkaufen. Also Sie werden Verlagsvertreterin in der Schweiz. Warum dieser Wechsel? Ja, von S. Fischer. Ja, ich wollte eigentlich schon immer mal Verlagsvertreterin werden. Das war ein Beruf, der mich immer fasziniert hat. Es geht ja auch darum, Bücher zu verkaufen. Das kann ich. Und jetzt war die Gelegenheit und mein Sohn und mein Team wollten die Buchhandlung übernehmen. Und ich dachte, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich meine, ich bin 59 Jahre alt, ich muss jetzt nicht mehr 3-4 Jahre warten mit einem Berufswechsel, sondern ich habe es jetzt packen können und mache das gern und freue mich darauf. Und das machen Sie ab Frühling 2024. Ja. Und bis dann sind Sie noch in der Buchhandlung und als Buchhändlerin sind Sie ja mit sehr vielen Aufgaben beschäftigt. Einerseits mit ganz vielen Geschichten, also Sie müssen die Geschichten schnell abrufen können, aber Sie müssen auch Menschen, die zu Ihnen in die Buchhandlung kommen, einschätzen können, das richtige Buch für die richtige Person. Ich denke, da ist man so etwas wie eine Drehscheibe und auch so ein Scharnier.
Und die Menschen, die zu Ihnen in die Buchhandlung kommen, das sind ja Leute, die lesen, die kommen ja in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen, um es selber zu lesen, um es zu verschenken. Wie schafft man es aber, Leute überhaupt zum Lesen zu bringen? Mit allem, was man hat, dann was heute da ist, an Möglichkeiten, Bücher zu präsentieren und den Leuten schmackhaft zu machen. Und ich denke schon, dass viele Leute in Frauenfeld deshalb Bücher lesen, weil es uns gibt und weil wir da sind und weil wir die empfehlen. Und bei Kindern? Ja, unbedingt das Vorlesen. Also das, dafür plädiere ich seit vielen Jahren, lest euren Kindern vor. Es ist so etwas Wichtiges. Es ist ein uneinholbares Startkapital für Kinder, wenn die vorgelesen bekommen. Und zwar nicht nur für die sprachliche Entwicklung oder für das Deutschlernen oder was auch immer, sondern für den ganzen Menschen. Geschichten halten uns zusammen. Geschichten machen auch Familientradition, machen die Tradition von den Menschen, von den Nationen, von uns allen. Geschichten sind vielleicht das Wichtigste, was die Menschen ausmacht. Jetzt haben Sie dieses Buch mitgebracht in die heutige Sendung von Ulrich Wölk, Midsommertage. Ulrich Wölk ist Physiker und Philosoph und er hat mehrere Theaterstücke und auch Romane geschrieben. In diesem Roman verhandelt er viele aktuelle Themen. Wenn ich jetzt in Ihrer Buchhandlung stünde und Sie würden merken, ich habe das in der Hand und ich zögere aber ein bisschen, wie würden Sie mir dieses Buch verkaufen? Ja, kaufen Sie das Buch, denn es steht im Zentrum eine Frau, die auf dem Zenit ihrer Karriere steht. Sie ist Philosophieprofessorin an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie wurde soeben nominiert für den Ethikrat, wo sie die deutsche Bundesregierung in ethischen Fragen beraten soll. Sie geht ziemlich selbstbewusst und voll von Vorfreude auf die Woche, geht sie am Montagmorgen joggen in den Park und da wird sie von einem Hund gebissen. Und dieser Hundebiss, der bringt eigentlich die Wende im Roman. Sie wird, oder es ist ein ungutes Vorzeichen für den Roman. Unsere Ruth wird heimgesucht von ihrer Vergangenheit. Das Gespenst der Vergangenheit kommt in der Gestalt eines früheren Geliebten zu ihr. Er und sie waren in der Umweltbewegung vor 35 Jahren aktiv und sie scherten sich nicht groß um die Mittel, die sie zu ihrem Zweck verwendet haben. Es ist ein ganz bestimmtes Milieu, das da beschrieben wird. Diese Ruth Lember, die Hauptfigur, diese Professorin, ist eben Professorin an der renommierten Humboldt-Uni für Philosophie und Ethik. Sie lebt mit ihrem Mann, ein erfolgreicher Architekt. Sie hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Stieftochter Jenny. Sie trinkt jeden Morgen ihren Cappuccino. Es scheint irgendwie alles in Ordnung zu sein. Und nach diesem Hundebiss gerät ihre Welt aus den Fugen. Osama Shamani, was ist das für ein Milieu, das hier beschrieben wird? Die Figuren, die haben kein Problem mit der Gegenwart. Die haben einfach ein luxuriöses Leben. Sie leben in einer Blase, wo alles ist, geht ihnen gut. Sie sind entweder Akademiker hoch oder unterwegs, wie Jenny. Was ist das Problem in diesem Buch? Das Problem ist die Vergangenheit. Es kommt jemand aus der Fremde, ein Mann taucht auf, und das ist natürlich sehr bekannt in der Literatur, kommt ein Fremde und trägt eine Nachricht, nämlich die Vergangenheit, diese Unterlage. Für Sie in Ihrer heutigen genau. Position bedrohlich. Und wenn ich das weiterziehen durfte, was das Buch nicht so ganz vielleicht simuliert, ich habe es einfach meiner Meinung nach so betrachtet, als eine Frage dargestellt würde, wie viel Schweigen darf in einer Beziehung Platz haben? Und ist das, wenn ich mir auch noch mal eine Frage einführen durfte für dieses Buch, dann kann ich mir erlauben zu sagen, Ist das Schweigen ein Ende? Kann ein Schweigen ein Ende sein oder nur ein Anfang? Und dann ist diese Herausforderung, wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um? Sie ist eine Philosophin, ihr Fach ist Ethik. Und da kommen die moralischen Fragen, die moralische Haltung. Verstecke ich weiter oder stelle ich das
auf dem Tisch. Ich finde es ist für mich einfach, ich habe das Buch so mit, wie soll ich sagen, es ist leicht zu lesen, aber ich habe es mir anders vorgestellt. Also es ist nicht glaubwürdig für mich. Aber ich will ganz kurz zu Milo Rau kommen und eine Frage stellen, nämlich zu den Themen, die hier verhandelt werden. Weil es ja. geht um Corona, es geht um Klimawandel, früher und heute, es geht um Generationenkonflikte, es geht um den Medienwandel, also um die Macht der sozialen Medien. Was hat Sie an diesem Roman am meisten interessiert? Also für mich ist das ein Buch über alles, was mich an Deutschland nervt, ehrlich gesagt. Also es fällt mir schwer, das so zu sagen, aber es ist das Milieu, es ist der Moralismus, es ist die komplett fehlende Selbstironie, es ist irgendwie dieses Feststecken auch in diesem Milieu, die Behäbigkeit. Mich hat das Buch dann gleichzeitig natürlich trotzdem interessiert, muss ich sagen, weil die Themen sind super interessant. Warum die Hauptperson eine Frau ist, ist mir auch ein bisschen, sobald über Sex gesprochen wird, finde ich so ein bisschen gruselig und irgendwie schlecht gemacht. Also es ist schon ein Buch, das in vielerlei Hinsicht, und ich habe mich total gefreut, als dieser Hundebiss kam, weil jetzt kommen wieder meine Parallellektüren. Es gibt ja Paula Fox, Was am Ende bleibt. Dieser unglaubliche Roman, wo es einen Katzenbiss gibt und auch ein Moment, Pärchen. Aber bleiben wir bei dem Buch hier. Welche Themen sind interessant? Bleiben bei dem Hund. Also ja. Katzen bleiben beim Hund. Na gut, sorry. Lassen wir der Paula Fox beiseite. Es reicht nicht. Also ich glaube auch dieses Verbrechen aus der Vergangenheit, das hochkommt, das ist weder noch justiziabel. Der Shitstorm führt eigentlich nur dazu, dass Jenny die Hauptperson noch toller findet, weil sie ja zur letzten Generation gehört, als sie vorher auch schon fand. Mhm. Wahnsinnig überlegenes Ehepaar. Es gibt ein bisschen Eifersucht, gibt aber keine Begründung für diese Eifersucht. Also ich habe mich immer gefragt, warum kommt eigentlich diese grüne Regierung in Deutschland, diese Menschen, die wirklich das Beste wollen, die klug sind, die sich die moralischen Fragen stellen, warum machen die nichts? Warum setzen sie nicht mal irgendwie die Geschwindigkeit runter in Deutschland? Und das hier ist die Antwort. Weil sie einfach lieber irgendwo sitzen und einen Rotwein trinken. Ja, genau. Aber das ist doch genau das Interessante an diesem Roman. Ich meine, dieses Milieu ist absolut abgehoben. Die leben ja in einer Rooftop-Wohnung in West-Berlin. Denen geht's gut. Es ist nicht das wahre Leben. Das ist ja schon klar. Ich glaube nicht, dass der Autor das weiß. Ich glaube, der Autor findet die Leute toll. Also ja. Das ist eben das Seltsame im Buch. Also wenn ja. da Selbstironie wäre und was sie da andeuten, dann würde ich sagen, wow, endlich wurden die mal total der Kaiser ohne Kleider und so weiter. Mhm. Toll, toll, toll. Aber der ist ja absolut selbstzufrieden, erzählt er das so weg und die sind toll. Und am Schluss umarmen sich Jenny und Frau Lambert oder wie sie heißt. Mhm. Und also das für mich... Also wirklich nicht mein Buch gewesen. Ja, also ich würde mich natürlich schon noch ein bisschen wehren für das Buch, weil ich finde, dieses Milieu zu beschreiben, braucht doch eine ziemliche Chuzpe. Der Autor hat ja selber auch Philosophie studiert und Sie sprechen ja auch so hochgestochen. Die Sätze sind ja immer wie gemeißelt, wie Sie miteinander in Dialog treten. Das ist ja unerträglich. Ich habe das so gelesen, dass es voller Ironie ist und voller Verachtung auch ein Stück weit. Am interessantesten fand ich die Themen des Klimawandels, also früher und heute, eben Ruth, damals vor 30 Jahren. Und ich habe das Gefühl, dass die heutige Jugend, wenn ich dir so sagen darf, dass die heutigen Klimakleber, dass denen gar nicht bewusst ist, dass die Elterngeneration auch auf die Straße gegangen ist und demonstriert hat. Und warum finden Sie diesen Aspekt zum Beispiel gelungen, auch in diesem Roman? Mir wurde selber erst klar, dass das nicht eine Kontinuität hatte, sondern dass heute eigentlich diese Klimakleber, diese moralischen Dinge, die wir heute diskutieren, ist es erlaubt, den Verkehr zu blockieren, um das Klima zu retten? Welche Mittel heiligen den Zweck? Und das haben wir ja damals auch schon gesagt. Wir hatten andere Begriffe dafür, aber eigentlich ist es die gleiche Welt und es hat sich nicht viel getan. Und tatsächlich kommt man auch ins Grübeln darüber, weshalb hat es keine Regierung geschafft, in den letzten 30, 35 Jahren diesen Klimawandel wirklich aufzuhalten. Beim Ozonloch ist es ja gelungen zum Beispiel, also dieses Verbot von FCKW weltweit, das hat man ja durchsetzen können, irgendwie
scheint es immer noch zu wenig dringlich zu sein. Und dazu einen Roman zu schreiben, finde ich schon natürlich gewagt, aber auch sehr, sehr berechtigt und gelungen. Das Thema Klimawandel ist ja äußerst komplex und dieses Thema auch literarisch umzusetzen, scheint schwierig zu sein. Also der Wille scheint da zu sein, auch im deutschen Sprachraum. Aber es fehlen bis jetzt, habe ich das Gefühl, die wirklich bewegenden deutschen Romane zum Klimawandel oder deutschsprachigen Romane zum Klimawandel. Was glauben Sie, was brauchen die Leserinnen und Leser, dass sie wirklich bewegt werden, dass sich etwas verändert durch die Literatur in Bezug auf das Klima? Das ist auch eine komplexe Frage, aber ich glaube, sie wird es. Ja, es ist eine hohe Erwartung an die Literatur, dass sie etwas ändert im gesellschaftlichen Leben. Das glaube ich eigentlich nicht. Also da müsste die Politik dahinter. Literatur kann da nicht reichen. Sie kann unterstützen, sie kann die Fantasie anregen, was man tun könnte. Aber den großen Roman, ich meine, davon müssen wir, glaube ich, sowieso wegkommen. Der Wende-Roman, der Corona-Roman, der Klima-Roman. Vielleicht sieht man das dann in 300 Jahren, welcher Roman der da Bestand hat. Also die Gespräche, wie Sie miteinander führen, die haben mich ein bisschen gestört. Vor allem weil Sie so hochgestochen und genau, und alles im Auto, also während Fahren. Also ich bewundere mich, dass ein Roman, das ganze Milieu läuft, oder ein Roman spielt in Berlin, ohne dass irgendein Mensch in diesem Buch ein Velo hat. Oder U-Bahn fährt. Es fährt U-Bahn oder Straßenbahn oder mit dem Fahrrad oder geht spazieren. Alle fahren Autos und die führen die wichtigsten Gespräche im Buch während Autofahren. Und es gibt immer Stau und das dehnt natürlich die Zeit aus. Ja, das ist das eine. Und das zweite vielleicht und das letzte betreffend Figuren, dieses Bild von Männern, also Männerbild in diesem Buch. Die sind alle schlank, alle sportlich, alle irgendwie braun, häutig. Es ist einfach, ich weiß es nicht, ob alle Universitäten in Deutschland so sind. Alle haben einen guten Teint. Es ist einfach sehr, sehr, sehr künstlich. Ja, aber das ist doch dieses Milieu. Das ist dieses künstliche Milieu. Ich meine, die fahren alle Auto. Ich meine, ich kann mir das aber sehr gut vorstellen. Aber ständig Auto fahren und gleichzeitig für Klimawandel. Ja, aber das sind ja nicht die. Das sind sie ja nicht mehr heute, sondern das waren sie mal. Das ist aber eben, sie hat das hinter sich gelassen. Wir lassen jetzt dieses Buch auch hinter uns. Midsommertage von Ulrich Wölk. Ja, die Meinungen gehen hier auseinander. Und wir kommen jetzt zu klaren Leseempfehlungen. Wir ziehen die Tipprunde etwas vor. Denn die aktuelle Weltlage, der Krieg in Nahost, hat mich sehr beschäftigt und bewegt. Vor allem auch die Folgen in Europa und in der Schweiz. Und ich habe mich gefragt, welche Rolle kann Literatur in Tagen wie diesen spielen? Welche Rolle hat die Literatur? Und Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben sich geäußert zum Krieg. Sie haben Essays geschrieben, sie haben Einordnungen versucht, sie haben Erlebnisberichte geschrieben und zum Teil auch offene Briefe unterschrieben. Ja, und durch Bücher, also durch Romane und durch Sachbücher, können wir zu Menschen und an Orte reisen, die scheinbar weit weg sind. Und ich habe meine Gäste alle gebeten, ein Buch mitzubringen und es zu empfehlen, das im engeren oder im weiteren Sinn mit Kriegen und Krisen zu tun hat, eben auch einem Krieg wie in Palästina-Israel. Ich habe dieses Buch von Ayelet Gunder Goshen dabei. Das ist aus dem Jahr 2015. Es handelt von einem Arzt, der einen illegalen Einwanderer anfährt. Der illegale Einwanderer kommt aus Eritrea. Der Arzt begeht Fahrerflucht und so beginnt der Roman und entfaltet sich in einen wahnsinnigen Thriller. Man lacht glücklicherweise auch ab und zu, aber man ist die meiste Zeit eigentlich angespannt im Positiven. Man will wissen, was passiert. Und nebenbei erfährt man, dass Israel ein sehr heterogenes Land ist. Also die Menschen sind äußerst divers, die kommen aus allen Ecken und Enden der Welt. Und Ayelet Gunder Goshen ist im ersten Beruf Traumatherapeutin und im Moment arbeitet sie als Therapeutin am Roten Meer mit Menschen, die das Massaker am 7. Oktober überlebt haben. Und Ayelet Gunder Goshen hat sich schon immer für den Frieden eingesetzt und auch jetzt bittet sie um Frieden so schnell wie möglich.
Marianne Sachs, was haben Sie dabei? Ich habe zu dem Thema Apeirogon mitgenommen von Colin McCann. Ein Apeirogon ist eine geometrische Form mit fast unendlich vielen Flächen. Und diese fast unendlich vielen Aspekte des israelisch-palästinensischen Konflikts werden hier in 1000 Kapiteln verhandelt. Und im Zentrum stehen zwei Männer, die hat Colin McCann tatsächlich kennengelernt, Rami und Bashem. Das ist ein Palästinenser und ein Israeli. Die beiden sind Freunde und beide haben eine Tochter verloren im Konflikt. Die Töchter wurden von der jeweils anderen Seite getötet. Und sie kamen zum Schluss, dass der einzige Sinn, den der Tod dieser Mädchen haben könnte, wäre der, zufrieden zu finden und zusammen aufzutreten und für den Frieden einzustehen. Und ich denke, ich habe das heute gerade gelesen von Dror Mishani in einer Zeitung, der sagt, wie uns in Israel fehlt ein positiver Blick auf die Zukunft, eine Möglichkeit, miteinander zu leben. Wir sehen immer nur Krieg und weitere Verhärtungen. Und das versucht Colin McCann in dem Roman über diese beiden Männer zu fassen. Und diese beiden Männer, diese beiden Väter, die haben SRF ein Interview gegeben vor einem Jahr über ihre Freundschaft. Sie können das nachhören, bei uns auf der Webseite finden Sie das. Es ist leider ein nach wie vor aktuelles Thema, obwohl das Interview ein Jahr alt ist. Aber es hat an Aktualität leider überhaupt nichts eingebüßt. Milo Rau, was sollen wir unbedingt lesen? Ich freue mich, dass ich ein Buch von S. Fischer ankündigen darf, also gewissermaßen deinen nächsten Beruf vorwegnimmt. Von Geoffroy de Laganerie, Ein Leben außerhalb. Ich wurde natürlich zu sehr vielen Briefen aufgefordert, die zu unterschreiben und so weiter. Ich habe keinen einzigen unterschrieben und wollte auch hier kein Buch mitbringen, was direkt damit zu tun hat. Es schließt aber interessanterweise an diese Freunde-Thematik an. Es gibt einen berühmten Witz aus der DDR. Warum nennen wir die Sowjets eigentlich unser Brudervolk? Weil man sich Freunde aussuchen kann und Familie nicht. Mhm. Und das ist eigentlich ein Lob der Freundschaft, wie der Untertitel heißt, als Existenzform der Freiheit, jenseits aller Zuschreibungen, familiärer Art, ethischer Art, politischer Art. Es sind natürlich drei Freunde, die Iribon, Geoffroy de Laganerie, Edouard Louis, also drei französische Intellektuelle, die ich natürlich extrem gut kenne. Es ist für mich einfach auch interessant, dieses Buch zu lesen über ihre Freundschaft. Und der interessanteste Punkt ist eigentlich, ich habe mit allen drei viel zusammengearbeitet, Bücher geschrieben, alles Mögliche gemacht. Ich würde das aber nicht vorschlagen, wenn es nicht ein wirklich gutes Buch wäre. Und das wird hier eigentlich als wichtigste Qualität der Freundschaft beschrieben, nämlich die Ehrlichkeit. Dass wenn etwas schlecht ist, dass man einfach sagt, weg damit. Geoffroy hat, bevor er das Theoretische geschrieben hat, einen Roman darüber geschrieben und das zirkulierte dann. Und wir haben ihm einfach gesagt, das ist vermutlich besser, wenn du das in die theoretische Richtung bringst. Und das hat er gemacht. Und es gab kaum ein Buch dazu und jetzt gibt es wirklich eins, das ich von ganzem Herzen empfehlen kann. Das erscheint diese Woche. Das erscheint diese Woche. Ich glaube, Sie sind gerade unterwegs nach Berlin, um es vorzustellen, alle drei, in den nächsten Tagen. Schön. Usama Shamani, was haben Sie mit? Ich habe den Roman von Ilse Eichinger, Die größere Hoffnung, mitgebracht. Das ist ein Roman, liegt in 10 Kapitel. In diesem 10 Kapitel erzählt diese großartige, berühmte Autorin, die Geschichte eines Kindes, ein Mädchen, 15 Jahre alt, jüdisch, halbjüdisch. Und in dieser Geschichte gibt es sehr viele autobiografische Züge von Eichinger Leben. Was ich großartig in diesem Buch finde, dass in keinem Absatz würde erwähnt, die Gräueltaten von Verlust, von Flucht, von verfolgten Kindern in einer Art und Weise, dass die Hoffnung wegnimmt. Die Hoffnung ist immer da. Und die größere Hoffnung natürlich dieser Protagonistin, dieses Mädchen, Erlin, dass sie nach Amerika geht, zu ihrer Mutter. Und,
Und der ganze Text, der wurde so geflüchtet, dass die Hoffnung das Zentrale nimmt und die Verzweiflung immer am Rande auftaucht. Natürlich, wenn man von einer Zeit, in der die Nationalsozialismus herrscht und die ganze Proletarität von diesem absoluten Regime, natürlich muss man das auch im Text spüren und sehen und lesen, aber nicht in einer Art und Weise von Empörung oder Frustration, sondern eben in dieser Art und Weise, dass das immer ein Licht gibt. Und was noch als Letztes, was großartig in diesen 10 Kapiteln ist, dass sie in einer Sprache geschrieben wurden, dass man wirklich sie als ein Gedichtband auch lesen kann. Mhm. Und das ist der einzige Roman von Else Eichinger. Und er ist zeitlos und universell, ja, weil er eben diese... Unbedingt. 1948 genau. Erschienen. Mhm. Ja, ja. Später blättern wir in diesen koreanischen Kurzgeschichten, aber zuerst geht es in die Schweiz zu Gianna Molinari. Die Schweizer Schriftstellerin Gianna Molinari hat ihren zweiten Roman vorgelegt, Hinter der Hecke die Welt heißt er. Und er spielt einerseits in der Arktis und andererseits in einem Dorf, mit einer Hecke. Die Arktis, die schrumpft immer mehr und mehr, und das Dorf mit Hecke, da wächst die Hecke immer mehr und mehr. Und in diesem Dorf mit Hecke leben zwei Kinder, Pina und Lobo, und die wachsen gar nicht mehr. Dort gibt es einfach Stillstand. Usama Al-Shamani, warum haben Sie dieses Buch mitgebracht? Was gefällt Ihnen daran? Es gefällt mir natürlich, dass das Thema ist großartig. Es gibt viele Themen in diesem Buch, aber Zentralthema für mich Ressourcen, was verschwindet, was bleibt. Und auch dazu kommt auch das Thema der Stillstand und die Bewegung in der Natur. Und das Buch spielt, wie Sie gesagt haben, spielt in zwei Orten. Ein Ort, der erste Ort ist ein Dorf, ein kleines Dorf, namenlos, kommt im Buch. Und in diesem Dorf steht alles entweder unter Schrumpfen oder schon gar verschwindet, wie die Schule. Oder steht in Gefahr, und die Leute, die Einheimische, die ganz kleine einheimischen Menschen, die dort geblieben sind in diesem Dorf, sind ständig am Kämpfen, um zu behalten, was übrig geblieben ist. Diese zwei Kinder, die Sie erwähnt haben, die wurden gnadenlos auch untersucht, und man hat immer sie aufgefordert, dass sie Nüsse essen, dass sie gut schlafen, weil sie repräsentieren die Zukunft, und sie müssen nicht auf das verzichten, dass sie die Zukunft, die Hoffnung sind. Der zweite Ort ist ein Schiff in den Nordpol, und in diesem Schiff ist die Figuren Dora, und Dora ist die Mutter dieser Kinder, und sie schickt von Nordpol Sprachnachrichten zum Dorf, zu ihrer Kinder, ihrer Tochter. Und es ist großartig, wie diese Kommunikation dargestellt wurde in diesem Buch, wie Technik dieser Kommunikation dargestellt wurde und wie auch miteinander die Sprache miteinander benutzt wurde. Und das Buch ist ja auch, dass die Technik immer wieder eine Rolle spielt, weil sie in der Arktis bei diesen minus weiß ich wie viel Grad, ja, die Batterien einfach ausfallen und nicht funktionieren. Ja, vielleicht nur kurz zum Form des Buches. Das Buch streckt sich über etwa 40 Kapitel aus, und der Umfang dieser Kapitel ist unterschiedlich und trägt auch unterschiedlichen Titel, was ich auch großartig finde, weil das wie reflektiert oder verspiegelt das Thema von Wachsen oder Nichtwachsen, Schrumpfen oder Stillbleiben. Sprachlich ist das Buch hochpoetisch. Die Poesie, die Tiefe der Poesie verleiht dem Text noch eine Ebene, die vielleicht in der Geschichte nicht zu finden ist. Es gibt nicht viel Geschichte in diesem Buch. Es passiert nicht viel. Es passiert eben auf der Ebene der Sprache, und die Tiefe der Sprache ist großartig. Und in die Sprache wollen wir gleich reinhören. Wir wollen in dieses Dorf mit Hecke. Ich bitte Sie, Irina Schön.
Das Schrumpfen beschäftigte die Leute im Dorf im Allgemeinen. Im Allgemeinen hatten sie Angst vor dem Verschwinden. Der befahrbare Teil der Dorfstraße schrumpfte, weil das Unkraut rechts und links der Straße wucherte und sie langsam unter sich verbarg. Die Schule schrumpfte, bis sie ganz verschwunden war. Das Dorf schrumpfte. Und auch sie schrumpften. Zumindest wuchsen Pina und Lobo nicht mehr, seit 2 Jahren nicht. Lobo war 1,35 Meter und Pina 1,38,7 Meter groß und sie wuchsen keinen Millimeter weiter. Was hingegen beständig wuchs, war die riesengroße Hecke am Westrand des Dorfes. Sie hielt den Wind davon ab, ungehindert ins Dorf zu kommen und brachte stattdessen Touristinnen und Touristen herein, die die Riesenhecke bestaunten und fotografierten. Und so sehr Frau Werk von der Dorfgärtnerei Werk sich über den Müll ärgerte, den die Touristinnen und Touristen rund um die Hecke zurückließen und den sie wegräumte, so sehr war die Hecke für das Dorf die einzige wirkliche Daseinsberechtigung, ein Sichtbarsein in der Welt. In dieser Welt, die für das Dorf zumindest endlos groß und sehr weit weg war. Die Hecke wuchs langsam, aber sie wuchs. Auf jeden Fall schrumpfte sie nicht. Darüber waren sich alle im Dorf einig. Sollte das Schrumpfen auf die Hecke übergreifen, sagte Frau Werk, dann ist endgültig Schluss. Und auch Pinas Vater Carsten war dieser Meinung. Die Hecke sei der sichere Wert des Dorfes, sagten sie. Wenn die Hecke nicht wäre, dann würden wir von der Landkarte verschwinden. Vielen Dank, Verena Schönen. Dies aus dem Anfang von Hinter der Hecke, die Welt von Gianna Molinari. Ja, wir haben es gehört, es gibt diese zwei Schauplätze, das Dorf mit Hecke und die Arktis. Wie funktionieren diese beiden Orte zusammen, Marian Sachs? Ja, also sie funktionieren durch Dora, die Mutter dieses Mädchens, dieser Pina, die hält das eigentlich zusammen. Sonst sind es zwei ganz verschiedene Orte, die aber beide skurril bis grotesk sind. Die Arktis kann ich mir ja nicht so richtig vorstellen, weil ich noch nicht da war, aber das ist sehr, tatsächlich sehr poetisch und eindrücklich beschrieben, diese Stille, diese Überforderung auch des Menschen, sich da zu verorten. Hinter der Hecke in diesem Dorf, da ist ja alles am Schrumpfen und wird immer kleiner. In der Arktis ist alles riesig und groß. Dieses Schrumpfen, das hat mich ein bisschen angeheimelt, muss ich sagen, weil ich finde, in unserer Welt wird immer alles immer größer und immer mehr und immer wuchtiger. Und hier schrumpft alles. Das ist eigentlich noch ganz sympathisch. Außer die Hecke, die wächst wie an einem Dornröschenschloss, wächst. Und die Kinder, die bleiben so, wie sie sind und schärfen ihre Sinne und hören in die Welt hinein. Das ist ein sehr... irgendwie ein gemütliches Buch, das man an einem Sonntagnachmittag auf dem Sofa lesen sollte, weil doch auch ordentlich viel Personal vorkommt. Man muss ein bisschen dranbleiben, aber dann ist es ein großer Genuss. Ja, und diese Arktis ist ja sehr poetisch beschrieben. Es ist eigentlich eine Poesie einer gewissen Melancholie. Es hat ja auch sehr viel mit dem Klimawandel zu tun, eben dieses ganze Schrumpfen des ewigen Eises. Wie fanden Sie dieses Thema hier umgesetzt? Wir haben vorher gesagt, dass es schwierig ist, über diese Themen zu schreiben. Alles, was gesagt wurde, den Inhalten über die Sprache, kann ich total unterschreiben. Es ist auch ein gewisser Minimalismus. Die Sachen werden nicht überstrapaziert. Ich habe mich gefragt, was muss man eigentlich wissen und wer muss man eigentlich sein, um über die Arktis zu schreiben? Und Gianna Molinari hat, glaube ich, ein zweimonatiges Stipendium, das sich Polarz nennt, gemacht und zieht daraus ihr Wissen über die Arktis. Und das ist für mich etwas, wo ich frage, wo ist die Berechtigung dieses Orts? Der wird für mich nicht real. Ich verstehe den natürlich symbolisch. Ich verstehe in den Tierarten, die verschwinden, in den Gletschern, die abstürzen. Und diese ganze Geschichte, also wie die Kinder nicht wachsen, weil es ja keine Zukunft gibt. Ich habe wie nicht ganz verstanden, warum dieses Buch existiert. Also ich kann es mal so sagen, außer dass es tatsächlich also jemand, der wirklich gut schreiben kann, schreibt. Mhm. Jemand hat einen riesigen Erfolg gehabt mit dem ersten Buch und jetzt muss das zweite her, das ist ja klar.
Aber warum wurde das geschrieben und also was ist der tiefere Grund? Ja, das hast du dich, glaube ich, beim Buch vorher gefragt. Also ich glaube, ich habe einfach eine sprachliche kleine Recherche gemacht. Hecke und Hack sind beiden die deutschen Wörter für Grenze. Also Grenze ist kein deutsches Wort, ursprünglich. Das heißt also, wenn ich beim Titel bleibe, also auch bei der Frage, hinter der Hecke die Welt, das heißt also einfach ein Versuch, die Grenze zu entdecken und die Welt dahinter auch hineinzuschauen. In diesem Buch geht es auch, wir müssen nicht vergessen, um den Tod. Aber der Tod ist kein Verschwinden. Das Verschwinden in diesem Buch ist etwas anderes als der Tod. Die berührenden Bilder von Gletscher, wenn die schmelzen, wenn die Eisberge auseinandergehen. Und das ist wie Zerfallen unserer Zukunft, Zerfallen unserer Existenz. Ja, und das hat mich einfach, natürlich verstehe ich die Perspektive, wann darf man über Orte schreiben? Aber wie viel muss man in einem Ort beherbergt sein oder niederlassen? Damit es ist, Entschuldigung, ja, bitte. Ich verstehe total, was du meinst. Für mich war zum Beispiel die Abwesenheit der Mutter ein zutiefst traumatisierender Vorgang für Kinder. Ja. Oder das Verschwinden ganzer Arten, ein kosmisches Drama. Also Sie beschreiben im Buch auch der Vogelarten, Punkt, die ausgestorben sind. Vogelarten, die aussterben, Mütter, die nicht da sind, Kinder, die vermessen werden und verschwinden, die Hecke brennt auch. Es ist eigentlich ein zutiefst traumatisierender Vorgang, der aber in einer Behäbigkeit und Süßheit und Poesie und in einer Form beschrieben wird, dass es überhaupt nicht brutal ergreifend und quasi ein kosmisches Drama ist. Eben diese Räume, die ein Verschwinden... Ilse Eichinger beispielsweise, wenn sie über ihre Mutter schreibt, ich meine, wie fühlen wir mit diesem Kind, weißt du? Ja, das Verschwinden von Mutter ist auch, also bietet auch in diesem Roman, bietet auch Räume, die offen bleiben. Und das ist das Phänomen von Verschwinden. Verschwinden heißt das Synonym von einem Raum, der offen bleibt, nie erfüllt wird, nur vielleicht bleibt erfüllt mit unendlichen Fragen, die unauflösbar sind. Dieses Buch stellt Fragen mehr als Antworten. Und dieses Buch zeigt uns wirklich diese leise Stimme, das Unsagbare, also ich bewundere die Genauigkeit bei Beobachtung, wie wenn ein Stück Eis schmelzt, langsam und ganz genau beobachtet. Und auch die Geräusche dazu. Und die Zuneigung also zur Tiere, die Liebe zur Tiere, zur Natur, dass alle Sprachen haben auch und alle miteinander kommunizieren. Es gibt viel als ein Grund, es gibt eine Notwendigkeit, solche Bücher zu schreiben, weil das stellt dar, meiner Meinung nach, die Krise von Klimawandel und diese Erderwärmung und was dahinter alles steht, aus einer anderen Perspektive. Das ist eine sehr außergewöhnliche Sprache. Ich will unsere Buchhändlerin immer wieder fragen, für wem würden Sie dieses Buch empfehlen? Jemand, der sich mehr für Sprache und für experimentelle Literatur interessiert oder jemand, der sich um Umweltthemen, um den Klimawandel kümmert oder Sorgen macht? Ja, also es können es alle lesen, aber ich denke schon, es braucht ein bisschen Übung, um ein solches Buch zu lesen. Man muss sich sehr darauf einlassen können. Es ist keine ordentliche Geschichte. Es steht Roman drauf, aber es ist eine Aneinanderreihung schöner Sätze, Orte, ein bisschen Willkür habe ich darin auch erkannt, wie Sie vorhin gesagt haben, wieso genau diese Themen. Ich konnte es auch nicht immer ganz nachvollziehen, aber ich finde, man kann es gut aufklappen und reinfallen und sich davon tragen lassen über die Sprache. Gianna Molinari, Hinter der Hecke die Welt. Wenn Sie Gianna Molinari hören wollen, dann können Sie das auf srf.ch. Sie hat im Podcast Literaturclub 2 mit Buch Auskunft gegeben über diesen Roman und über die Arbeit am Roman. Und dieses Buch ist übrigens gerade auf der SRF-Bestenliste auf Platz Nummer 2. Und wenn wir schon bei der Schweizer Literatur sind, dann kurz noch ein Hinweis. Am kommenden Sonntag, am 19. November, wird der Schweizer Buchpreis 2023 verliehen. Sie können alle live dabei sein, hörend, denn wir übertragen
die Preisverleihung aus dem Theater Basel um 11 auf SRF 2 Kultur. Ja, und damit kommen wir zu etwas ganz anderem, nämlich zu Geschichten aus Südkorea, die ich mitgebracht habe. Und geschaudert hat es mich gleich mehrmals beim Lesen dieser verschiedenen, sehr unterschiedlichen Kurzgeschichten. Das sind insgesamt 10 Geschichten. Der Fluch des Hasen ist eine der Geschichten, die Borat-Chung geschrieben hat. Ich wollte gerade sagen, erfunden hat, denn ihr Erfindungsreichtum ist gigantisch. Diese Geschichten, Fabeln, Fantasy-artige Short Stories, die fangen scheinbar alltäglich an und driften dann in Albträume. Da geht es eben unter anderem um einen Hasen, also um eine Hasenlampe, die magisch ist und die eine Firma in den Ruin treiben kann oder es auch tut tatsächlich und niemand weiß es, weil diese niedliche kleine Lampe unsichtbare Hasen produziert, die die Dokumente zu Konfetti fressen. Oder es gibt eine Geschichte, da geht es um eine Frau, die ihre Menstruation hat. Die Geschichte heißt Monatsblutung. Und diese Menstruation hört nicht auf. Also geht diese junge Frau zum Gynäkologen, der verschreibt ihr die Pille, damit der Zyklus wieder reguliert, normalisiert wird, was immer auch normal ist. Und nach 6 Monaten geht sie wieder zum Gynäkologen, also diesmal zu einer Gynäkologin. Und die sagt ihr, du bist schwanger, weil du die Pille so lange genommen hast. Du musst jetzt einen Vater finden für dieses Kind, mit dem du schwanger bist. Und auch ihre Eltern, ihre Familie zwingen sie, einen Partner zu suchen, helfen auch ein bisschen nach. Und das sind sehr absurde, sehr lustige Situationen, die dabei entstehen. Aber es ist auch sehr tragisch. Dann gebiert sie dieses Baby und, Achtung, es ist einfach ein riesiger Blutklumpen, der sie anschaut. Und da hat es mich so erschreckt, also ich habe mich erschrocken. Hat es Sie geschaudert oder waren Sie fasziniert von dieser Geschichte, Milo Rau? Ich war von allen Geschichten sehr fasziniert, muss ich sagen. Und das hat verschiedene Gründe. Also eine Sache, die vielleicht auch eher ein bisschen über dieses Buch fast schon hinausgeht, ist für mich, es gibt noch eine dritte Geschichte, die wir speziell uns angeschaut haben, das Wiedersehen. Und die spielt in Warschau und die handelt vom Holocaust und vom Krieg. Und auch vom Krieg in Korea, oder beziehungsweise... Und auch vom Krieg in Korea. Genau. Und Borat Chung ist ja einerseits Autorin und so weiter, andererseits ist sie Slawistin. Und ich fand es so interessant, dass dieser Blick zum ersten Mal für mich, dass ich das gelesen habe, umgedreht wird, dass eine Koreanerin eine Bondage-Story schreibt, wo sie... wo es um das Trauma, ein europäisches Trauma geht. Das fand ich unglaublich interessant. Und auch diese, sie ist ja oft mit Kafka verglichen worden, und ich glaube, zu Recht. Weil auf der einen Seite gibt es dieses surreale Ding, und auf der anderen Seite, das ist bei allen Geschichten so, es gibt eine Setzung, also bei Kafka, Gregor Samsa, der wacht jetzt einfach als Käfer auf und es ist so. Und alles, was dann passiert, wird absolut realistisch durcherzählt. Ja. Und dieses Format finde ich unglaublich interessant, so zwischen Fairy Tale und wirklich einfach auch einem relativ aufwandlos geschriebenen Realismus. Und ich habe so eine Safety Measure, die ich immer mache, um zu gucken, ob ein Buch wirklich gut ist. Ich gebe es meiner älteren Tochter. Also wenn es so ein bisschen um Body Horror und all diese Geschichten geht, weil sie mag, und Fantasy, und sie mag das sehr, sie hat das extrem gern gelesen. Und das ist ja auch ein Bestseller geworden und so weiter. Und darum ist es ein gutes Buch. Und deshalb ist es ein gutes Buch. Okay. Ich wüsste nicht, was wir sonst noch überprüfen müssten. Und es ist auch jede Geschichte anders. Und es sind auch, also für mich, wie gesagt, ich habe in einer Kritik gelesen, wo sie gesagt haben, das ist die neue amalgamierte Norm der Weltliteratur. Also dass man plötzlich Bücher schreiben kann, wo man Fairy Tale, Horror, Realismus, irgendwie slawistisches Wissen und alles wird vermischt. Und zwar nicht auf eine abgezwirbelte Thomas Pynchon postmoderne Weise, sondern so, dass es halt massentauglich ist. Aber bleiben wir doch kurz auch bei dieser Geschichte, die Sie gerade erwähnt haben. Also Borat Chung ist auch Übersetzerin, literarische Übersetzerin aus dem Russischen ins Koreanische und aus dem Polnischen ins Koreanische. Und diese Geschichte, diese letzte Geschichte, wo es, also es geht ja nicht nur um diese Begegnung zwischen Mann und Frau, Koreanerin und Pole, beide mit den Kriegstraumata ihrer Großeltern und Eltern. Also sie
fragen sich auch, wie kann man sich von den Fesseln der Vergangenheit lösen. Es geht um Generationenkonflikte, eigentlich in allen Geschichten hier drin immer wieder. Bei dieser letzten Geschichte in Polen fand ich auch diesen Aspekt besonders spannend, also dieser Blick einer Koreanerin auf Europa, die eben Glühwein trinken merkwürdig findet, unsere Begrüßungsrituale von Küssen auf die Wangen geben, findet sie seltsam. Und ich habe einfach wahnsinnig viel gelacht, auch wenn ich dachte, jetzt muss ich aufpassen, jetzt haut sie mir dann mit irgendeinem Schockmoment rein. Marianne Sachs, hat diese letzte Geschichte auch das Zeug zu einem Roman? Weil ich fand, es ist so viel drin und so viel mehr als in den anderen Geschichten, dass ich mir eigentlich einen Roman wünsche. Das könnte man sich vorstellen, aber vielleicht ist es auch der Reiz dieser Geschichte, dass es eben eine Geschichte ist und dass sie wieder aufhört. Ich habe über mich selbst gestaunt beim Lesen. Ich bin ja eigentlich ein Angsthase. Ich kann ja kaum Tatort gucken. Ich lese manchmal Jugendromane, das ertrage ich gerade noch, diesen Fantasy-Anteil. Aber hier und trotzdem erkenne ich ein Gespenst, wenn ich eins sehe. Und das, wie sie das macht, dass ich sofort weiß, sie sieht jetzt ein Gespenst auf diesem Platz in Warschau, obwohl es gar nie, es wird nirgends der Name Geist oder Gespenst oder ein Toter erwähnt, sondern, aber ich weiß das, sie kann schon wahnsinnig gut schreiben. Also das diese Atmosphäre hinkriegen, das muss man erstmal, wie man diesen Hasen spürt, diesen Hasen, den man mit Streicheln wird. Brennt diese Hasenlampe und man muss den streicheln und man spürt das sofort und das ist der Fluch. Und ich weiß, was es heißt, ein verfluchter Hase zu sein, wenn ich das gelesen habe. Das ist schon erstaunlich. Und sie hat auch Ironie. Also, Entschuldigung. In der letzten Geschichte, wo sie über Polen und die Leute in Polen, sie können sich nicht vorstellen, dass jemand Polnisch versteht. Die Koreanerin, also die Koreanerin, die Polnisch kann, ist sehr, also alle erschrecken. Genau, erschrecken. Und sie hat diese Ironie und diese Verknüpfung, also eine fremde Person in einem Land, wie wird das wahrgenommen, wenn die Sprache verständlich ist und wenn die Sprache nicht verständlich ist. Also ich finde das, und ich schließe mich an, sie verfügt über eine Qualität, also dieser Band, nämlich die Technik von Kurzgeschichten schreiben. Weil Kurzgeschichten schreiben, Sie haben vorher erwähnt, kann man das als Roman ausdehnen. Meiner Meinung nach kann man das sehr locker machen, weil der Stoff ist da und sie baut die Geschichten so als Kette von, zum Beispiel die Geschichte von Montagsblutung, als Kette von Zufällen und Schicksalen. Und sie führen zueinander und sie überraschen uns immer. Und wir denken, was überrascht uns nochmals? Und sie findet immer irgendetwas, das uns Leser überrascht, bis zum Ende, was Sie erwähnt haben. Und das ist natürlich ein Schock. Ja. Und sie, Entschuldigung. Nee, mach nur was. Ich will da im Grunde anschließen, wo du warst. Was man vielleicht sagen muss, ist, dass in jeder Geschichte ein ungeheurer Stoff drinsteckt. Genau. Also zum Beispiel bei diesem Fluch des Hasen, also eben diese Hasenlampe, die dann, der sie kriegt, verflucht. Da geht es um die Trennung der Koreas. Das sind zwei Familiengeschichten. Da geht es ums Erzählen per se. Da geht es darum, was eigentlich Hass ist und wie er weitergeht. Da geht es irgendwie um die Korruption der koreanischen Wirtschaft. Mhm. Da geht es um Krankheit. Also es ist unglaublich und dann liest also man das sehr sind viel 20 drin. Seiten. Genau, es ist sehr also viel ist drin, aber sehr leicht erzählt. Ja. Ja, ich habe immer die zwei Male jetzt, die ich den Literaturclub moderiert habe, habe ich immer eine Modellzuschauerin im Kopf, das ist meine Tante in Genf. Und ich habe mir überlegt, würde ich ihr dieses Buch einfach so in die Hand geben zum Lesen und ich würde es nur mit einer großen Warnung geben, dass sie das bitte am Tag lesen soll und nicht nachts, nicht abends, weil man eben auch so erschrickt und weil es einfach so wahnsinnig fantasievolle, grelle Geschichten sind. Sie sind nicht laut, aber sie sind manchmal grell in den Farben. Ja. Braucht dieses Buch eine Triggerwarnung, ganz kurz? Ja, also viele, so hoffe ich doch. Aber gleichzeitig, ich glaube, wenn sogar ein Angsthase, wie du dich selber genannt hast, den Fluch des Hasen gern liest, vielleicht geht es auch ohne. Ne? Also. Triggerwarnung, ja oder nein? Nein, ich finde, man soll die Leute lesen lassen. Ich meine, wir haben alle in der Tagesschau schlimmere Bilder. Das stimmt in der Tat. Das ist ja auch ein sehr politisches Buch. Ich glaube auch, also, dass die Leute sollen das lesen. Und mich überrascht auch die
die Kritik an die koreanische Gesellschaft, die da immer drin simuliert wurde, zum Beispiel braucht wirklich ein Kind diese konservative Haltung von Vater sein? Und was übt das aus auf eine Frau, die schwanger ist, wenn in dieser Situation gesteckt wurde? Und dann auch die Familie, die Rolle von Familie. Also der ganze Druck von außen, von den Ärztinnen, von den genau, der Familie, die ganze Gesellschaft, von den Professoren, die Erwartungen an eine junge Frau. Und die Familie als Teil dieser Gesellschaft, wie sie also ungefragt die Nummer gibt und dann kriegt die Frau einfach das unerwartete Anruf. Obwohl das eine wunderbare Szene ist, wo jemand dann mit koreanischem Akzent aus Romeo und Julia vorliest. Genau, vorliest, weil er Literatur Wissenschaft. Und noch eine Sache, also es ist auch ein unglaublich, ich merke es jetzt, wo wir darüber reden, ein unglaublich literarisches Buch in der Hinsicht, dass es geheimnisvoll ist und dass ich mit diesen Geschichten nicht fertig werde. Ich weiß nicht, was die mir genau alles sagen wollen. Ja. Es ist tatsächlich wie ein Märchen, aber warum sind Hänsel und Gretel jetzt im Wald? Man weiß es nicht. Und das ist etwas, was das Buch groß macht, denke ich. Ja, Bora Chung, Der Fluch des Hasen. Wir sind uns hier einig, es soll unbedingt gelesen und verschenkt werden, mit und ohne Triggerwarnung. Übersetzt hat dieses Buch Ki Hyang Lee, und Ki Hyang Lee ist die literarische Übersetzerin aus dem Koreanischen ins Deutsche. Und damit kommen wir fast zum Schluss. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie dabei waren. Ich freue mich sehr, dass ihr in der Runde mit dabei wart. Milo Rau, Usama Al-Shamani, unser Gast Marianne Sachs. Viel Glück beim Handeln mit dem Stoff, nachdem wir alle süchtig sind, nämlich mit der Literatur. Vielen Dank. Danke auch an Irina Schönen, die nachher noch gleich etwas lesen wird. Ich möchte noch ganz kurz auf die nächste Sendung hinweisen, dann ist Laura Döweck wieder hier und sie geht unter anderem der Frage nach, inwiefern TikTok die Buchbranche im Moment auf den Kopf stellt. Und bei ihr zu Gast wird die Booktalkerin Valentina Vapo sein. Und Valentina Vapo wurde gerade in der Zeit die Marcel Reich-Ranicki der digitalen Welt genannt. Wir sind gespannt am 19. Dezember. Und hier bleiben Sie wach, denn es geht mit Literatur weiter. Gleich kommt der wirklich sehr sehenswerte Film, Dokumentarfilm über die österreichische Nobelpreisträgerin. Der Film heißt Elfriede Jelinek, die Sprache von der Leine lassen. Das letzte Wort habe nicht ich, sondern die Lyrik. Aus Moderne Poesie in der Schweiz hören wir jetzt noch einen Text von Susanna Gase. Bitte, Irina Schönen. Um allen Missverständnissen vorzubeugen. Das Wort Migration hängt nicht mit Migro zusammen. Migration heißt Wanderung. Aber Migro ist ebenfalls eine Art Fremdwort. Und ohnehin fallen einem durch Fremdwörter gleich weitere Fremdwörter ein, wobei in diesem Fall die Verwechslung aufschlussreich ist, da es immer die Fremden sind, die migrieren. Migräne.